Ja, in diesem Video möchte ich jetzt zeigen, wie man vorhandene Objekte, die ein anderer freundlicherweise für einen gezeichnet hat, wie man die verändern kann. Und da habe ich jetzt mal eine Auswahl an verschiedenen fertigen Objekten gezeichnet. Hier haben wir ein Rechteck, da ist das eine Ellipse, ein Stern, eine Spirale, eine einfache Linie und das ist eine Fläche, die mit einer Bézier-Kurve eingegrenzt wurde. Generell gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Werkzeuge, mit denen ich ein Objekt auswählen und verändern kann. Das ist dieses hier. Wenn ich da anklicke, bekomme ich spezielle Anfasse. Wenn ich nochmal klicke, bekomme ich andere Anfasse. Die gucken wir uns gleich noch genauer an. Und das gilt für jedes Objekt genauso. Also egal, was ich da anklicke, zweimal kann ich dann das gleiche mitmachen. Und dann gibt es noch ein anderes Werkzeug, und zwar ist das hier zum Bearbeiten von Knoten und Anfassern eines Pfades. Das machen wir gerade mal oder wählen wir aus. Und dann sehen wir, dass jetzt andere Dinge erscheinen, andere Punkte. Und welche Bedeutung die haben, das gucken wir gleich noch an. So, zunächst mal zu dem normalen Zeigewerkzeug oder Bewegewerkzeug. Ich kann ja so bewegen, wenn ich angeklickt habe. Und mit Hilfe von diesen Anfassern kann ich jetzt das Ganze skalieren. Übrigens generell, wenn man mit dem Mauszeiger über so einen Anfasser ist, sollte man mal einen Blick hier nach unten werfen. In der Statuszeile kriegt man immer eine Information, was man mit diesem Anfasser machen kann. Also hier zum Beispiel skalieren der Auswahl. Und es wird auch noch erklärt, welche Zusatztasten man verwenden kann. Also zum Beispiel hier die Steuerungstaste, wenn ich die drücke, dann kann ich das nicht skalieren, nicht nur skalieren, sondern eben auch in meinem gleichen Verhältnis verändern. Während wenn ich loslasse, dann kann ich die Höhe und Breite zwar verändern, aber das Verhältnis der Seiten ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Ist also sehr wertvoll. Gucken gerade nochmal, da gibt es noch einen Tipp. Umschalttaste skaliert um Rotationsmittelpunkt. Wenn ich jetzt die Großschreibetaste drücke, dann bleibt der Mittelpunkt, der jetzt gerade zu sehen ist, fix und das Objekt verändert und skaliert sich um dieses herum. Ich kann das natürlich auch kombinieren mit der Steuerungstaste. Dann habe ich das gleiche Seitenverhältnis und es ändert sich um den Mittelpunkt herum. So, auch das gilt für jedes Objekt. Größer, kleiner, breiter. Ne? Ich kann auch die Steuerungstaste drücken. Also da gibt es immer die gleiche Funktionalität. Das brauche ich also nicht bei jedem Objekt erklären. So, gerade nochmal, wenn ich hier also ein zweites Mal draufklicke, erscheinen jetzt ja andere Anfasser. Auch hier wieder, wir gucken drauf und unten steht Drehen der Auswahl. Das ist also in diesem Fall Objekt. Wenn ich eine Gruppe habe, dann dreht sich übrigens die ganze Gruppe mit. So, kann ich drehen. Ich kann übrigens auch den Drehpunkt verändern. Und dann dreht es sich zum Beispiel hier um die Ecke des Rechtecks. So, und neben dem Drehen gibt es noch hier eine Funktion, und zwar das sogenannte Scheren. Dann wird, das kann man jetzt hier gar nicht so gut erkennen, ich zeichne vielleicht gerade noch mal ein neues Rechteck, wenn es eine andere Farbe jetzt hat. Moment. Wenn ich dann schere, dann bleibt die obere und die untere Kante auf der gleichen Höhe. Und das gleiche passiert, wenn wir vielleicht gerade mal zurückgehen, hier seitlich bleibt parallel, also jeweils die Kanten, an deren Seite ich anfasse, die bleiben für sich parallel. Das funktioniert genauso auch hier, da kann ich die Ellipse scheren, auch das kann ich scheren, diese freie Fläche. Wie sieht es bei der Spirale aus? Das geht auch. Das sieht dann aus wie eine
Auch hier kann ich das Ganze machen. Ja, das geht auch, dass ich da schere bzw. skaliere und schere, wobei das bei einer Linie wahrscheinlich nicht so ganz sinnvoll ist. Also das bringt sicherlich nicht so viel. Ja, also das ist also bei allen möglich, bei allen Objekten möglich. Jetzt gehen wir gerade mal auf das andere Werkzeug. Hier. Und wenn ich da ein Objekt anwähle, dann gibt es also zusätzliche Anfasser. Hier habe ich eine Möglichkeit, wieder die Höhe und die Breite zu verändern. Das ist übrigens ganz interessant, dass das jetzt hier anders funktioniert als dieses hier, weil dann wird so in der Breite skaliert, während ich hier also wirklich diese Linie verlängern, während der Rest in seiner Position gleich bleibt. Und hier habe ich eine Möglichkeit, mein Rechteck zu runden. Und zwar kann ich da die Rundung in beide Richtungen bestimmen, wie sehr es in eine Richtung gerundet sein soll. Was man unbedingt noch wissen muss, ist, wenn man hier so etwas verändert und man zeichnet dann ein neues Rechteck, dann wird diese Rundung hier übernommen. Das müsste man dann sozusagen wieder rückgängig machen und beim nächsten Rechteck bleibt das dann auch so, wie ich es eingestellt habe. Oder es ist eben so, wie ich es zuletzt verwendet habe. Auch hier bei meinem Stern gibt es Möglichkeiten, dass ich da Einstellungen vornehmen kann. Jetzt ist das ein ganz spezielles Werkzeug und da muss man eventuell mal gucken, welche Möglichkeiten es noch gibt. Und zwar gibt es beim Stern noch mehr Möglichkeiten, etwas einzustellen. Deshalb klicke ich bei aktivierten Objekt hier, Sternobjekt, auf das Werkzeug Stern und Polygone. Und dann gibt es nämlich hier die Möglichkeit, etwas zu verändern. Zum Beispiel die Anzahl der Sterne, die Ecken. Oder ich kann ein Polygon draus machen. Oder ich kann meinen Kreis auch abrunden, meine Sternzacke auch abrunden. Hier gibt es noch eine Zufallsänderung, ehrlich gesagt, so speziell, so toll finde ich das nicht. Und hier, das ist allerdings hier einfach immer mit diesem Knotenbearbeitungswerkzeug machbar, kann ich meinen Stern noch ein bisschen verformen. So, und je spezieller das Werkzeug ist, umso mehr Möglichkeiten gibt es. Hier beim Kreis zum Beispiel gucke ich gerade nochmal. Wenn ich da drauf gehe, habe ich die Möglichkeiten auch hier was zu verändern, Höhe und Breite. Hier gibt es aber noch einen Punkt. Und zwar kann ich da unter anderem also diesen Kreis oder diese Ellipse öffnen. Wobei der Unterschied ist, bin ich mit meinem Mauszeiger innen drin oder bin ich außen drin? Auch hier gilt übrigens, wenn ich jetzt wieder einen Kreis zeichne oder eine Ellipse, dann wird mir das entsprechend auch geöffnet dargestellt. Das kann ein bisschen stören, ist aber jetzt eben, sage ich mal, so. So, und auch ein wichtiger Aspekt, wenn jetzt ja da jemand einen offenen Kreis hat und ich möchte gerne den schließen, dann ist das verdammt schwierig, das also wirklich ganz genau so zuzukriegen, weil das ist eine sehr fummelige Sache. Einmal habe ich es zu, einmal ist es dann schon wieder ganz geöffnet. Und da, auch hier wieder, sollte man das Werkzeug nehmen. Dann kann ich nämlich den Anfang und das Ende einstellen. Wie zum Beispiel einfach 0 und 0 eingebe und schon ist das Ganze geschlossen. So, und das funktioniert so ähnlich eben bei anderen Werkzeugen auch. Man muss eben gucken, welche speziellen Einstellungsmöglichkeiten gibt es hier. Das gleiche wäre auch wieder hier bei der Spirale möglich. Da gibt es die Anzahl der Umdrehungen, der innere Radius, wie groß der ist und noch ein paar andere Möglichkeiten. Also da muss man immer gucken, was eben das entsprechende Objekt für Möglichkeiten bietet. Ganz kurz noch zur Bézier-Kurve. Die Bézier-Kurve hat ja hier auch Anfasser und da wird es ein bisschen schwieriger, weil neben diesen sogenannten Knotenpunkten gibt es hier auch noch
weicher, einen sogenannten weichen Knotenanfasser, mit dem ich die Form verändern kann. Aber zu den Bézier-Kurven möchte ich noch ein weiteres Video machen. Noch kurz zur Linie, zur geraden Linie. Bei der geraden Linie kann ich hier auch die Lage verändern. Man könnte versucht sein zu sagen, das kann ich doch hier auch mitmachen. Aber Achtung, ich mache die Linie mal länger und man sieht, dass sich nicht nur die Position der Linie verändert, sondern auch die Liniendicke. Und meistens möchte man ja einfach nur die Linie an eine andere Stelle bringen und nicht deren Dicke verändern. Deshalb, wenn man eine Linie in eine andere Position ziehen möchte, muss man hier diese Knoten bearbeiten und dann kann ich das beliebig lang ziehen und habe immer noch die gleiche Dicke. So, das war jetzt sehr ausführlich. Wenn man sich mit diesen ganzen Bearbeitungsmöglichkeiten auskennt, kann man dann natürlich eben auch selber Werkzeuge anwenden und etwas zeichnen.